Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lovic und wir befinden uns heute im 16. Teil der Reihe von 0 bis 100.000 Euro. Und wir fangen an, große Schritte zu machen auf dem Weg zu den 100.000 Euro. Wenn du nichts verpassen willst, dann bleib bis zum Ende dieses Videos dran und wollen wir wie immer nicht lange drum rumreden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Los geht's. Worum soll es heute also gehen? Es geht heute darum, wie wir jetzt große Schritte voranmachen und nicht mehr kleine einzelne Schritte machen, um die 100.000 Euro zu erreichen. Denn mit 70 Euro Logos oder mit kleinen einzelnen Projekten wird ein Ziel von 100.000 Euro sehr, sehr schwer zu erreichen sein. Also müssen wir die ganze Seite, die Struktur, die Arbeitsweise und so weiter verändern, um auf diese 100.000 Euro auch wirklich zu kommen. Wie du gesehen hast, hat das Ganze wirklich innerhalb von 5 Monaten geklappt, ohne ein komplett professionelles Business. Ich habe zum einen ein Kleingewerbe angemeldet. Die Seite war in wenigen Tagen erstellt. Sie war nicht so aufwendig. Ich hatte keine Produkte oder sehr, sehr wenige Produkte, die ich angeboten habe. Das Ganze war wirklich nicht so professionell aufgebaut. Und trotzdem habe ich es geschafft, innerhalb von 5 Monaten davon zu leben. Aber davon zu leben und 100.000 Euro zu verdienen, ist immer noch ein großer Unterschied. Also musste ich jetzt auch große Schritte gehen, um große Ziele zu erreichen. Zunächst einmal fällt einmal auf, dass das Logo jetzt nicht mehr rosa ist, dass die Texte jetzt nicht mehr rosa sind, dass das Ganze ein bisschen dunkler angehaucht ist. Und warum ist das so? Weil ich ganz einfach auf meinem persönlichen Instagram-Profil, wo ich auch die Shoutouts aktuell teste, die ich im letzten Video vorgestellt habe, also dem 15. Teil der Reihe von 0 bis 100.000 Euro. Ich möchte ja jetzt Instagram-Shoutouts testen, um mehr Verkäufe zu generieren, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Instagram-Reichweite zu gewinnen, mehr YouTube-Reichweite zu gewinnen und so weiter und so fort. Das Ganze dauert allerdings ein paar Monate, bis ich das getestet habe, weil ich ja immer nur einzelne Shoutouts testen kann. Denn wenn ich 100 Shoutouts gleichzeitig kaufe, kann ich ja nicht sagen, okay, der Shoutout hat gut funktioniert, der Shoutout hat schlecht funktioniert. Deswegen dauert das Ganze und deswegen dauert das auch noch ein bisschen, bis das Update-Video dazu kommt. Wenn du das nicht verpassen willst, dann guck einfach regelmäßig auf dem Kanal vorbei. Dann wirst du auch sehen, wie die Shoutouts sich entwickelt haben. Ja, und wie man auf meinem Profil auch schon sehen kann, hat das Ganze so einen Grüntouch, so einen dunklen Grüntouch. Und das ist ein Muster, das ich beibehalten möchte. Auf LinkedIn und auf Instagram. Ja, und da ich das aktiv auf diesen beiden Seiten mache, möchte ich auch, dass die Seite dementsprechend passend dazu aufgebaut ist. Und da ich die Seite sowieso neu erstellen musste oder neu erstellen wollte, habe ich dann auch gleich dieses Grünmuster mit übernommen. Wir schauen uns die ganze Seite jetzt einfach mal an. Und was sich in dem Konzept von Nullprojekt nun geändert hat und was du eventuell auch ändern müsstest, wenn du 100.000 Euro selbst erreichen möchtest. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal von oben bis unten an. Wir machen deinen Traum von der eigenen Marke wahr. Sehr, sehr wichtig ist, dass der Header ansprechend ist und dass der auch eine Vision vermittelt. Das war anfangs nicht so. Dort stand irgendwie sowas wie, wir machen deinen Traum wahr. Dann war die Frage, welchen Traum machen wir wahr? Worum geht es genau? Und jetzt ganz klar bauen wir darauf auf, Marken aufzubauen. Für Startup-Unternehmen, für Restaurants, für Streams, YouTube-Kanäle und so weiter und so fort. Also wirklich eine definitive Marke, wo man genau weiß, okay, diese Marke gehört zu dieser Person oder zu diesem Unternehmen. Und dazu gehört halt nicht nur ein Logo, sondern auch passende Visitenkarten, passende Kanalbanner und so weiter und so fort. Also ein Komplettpaket. Und ich denke, du verstehst auch schon, in welche Richtung sich das Ganze nun entwickeln wird. Hier, wenn wir jetzt runterscrollen, sehen wir, das Ganze ist immer noch ähnlich wie vorher aufgebaut. Nur hier steht jetzt, mache dein Projekt zur Marke. Und dieser Text hier ist gleich geblieben. Was sich nun geändert hat, ist hier, rufe uns vollkommen kostenlos und unverbindlich an. Es wird nun weniger darauf gesetzt, also von mir wird nun weniger darauf gesetzt, Verkäufe über die Website zu erzielen oder möglichst viele Anzahlungen für einzelne Projekte zu erzielen, sondern Upsells oder Cross-Sales am Telefon zu vermitteln. Das heißt, jemand ruft beispielsweise unter dieser Nummer an, weil er die Website gesehen hat, ein Logo braucht. Dann sage ich einfach, hey Felix, cool, dass du angerufen hast. Gerne können wir ein Logo für dich in der und der Richtung machen. Ich habe da auch schon die Idee, in welche Richtung sich das entwickeln kann. So und so und so. Brauchst du nicht eventuell auch noch ein Instagram-Paket? Oder möchtest du nicht deine Instagram-Posts auch noch auf das nächste Level heben? Oder wie sieht es mit deiner Website aus? Oder wie sieht es mit deinen Visitenkarten aus? Vielleicht kann ich dir da noch ein Paket anbieten. Oder wie sieht es aus, wenn wir das und das zusammen machen? Vielleicht können wir so ein besseres Gesamtbild für dein Social Media erschaffen. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich versuche nun nicht nur
einzelne Verkäufe reinzuholen und sagen, ich möchte jetzt möglichst viele Leute haben, die ein Logo kaufen, sondern ich möchte Leute haben, die dann nicht nur ein Logo kaufen, sondern noch Visitenkarten, ein ganzes Webdesign, vielleicht ein Insta-Abonnement, also regelmäßig Beiträge von uns kaufen oder YouTube-Thumbnails und so weiter und so fort. Also ein Komplettpaket eher verkaufen, größere Sales anbieten. Und nicht nur einzelne Produkte oder in meinem Fall einzelne Dienstleistungen anbieten. Ich möchte, dass möglichst viele meiner Kunden möglichst viel kaufen, dass sie zu großen und langfristigen Kunden werden. Denn ich biete jetzt auch Abonnements an, sodass man langfristig mit uns zusammenarbeiten kann, sodass man selbst gar nicht mehr so viel machen muss. Also der Hauptunterschied zu der Seite, wie sie vorher war, ist nun, dass ich mehr auf Calls ausgehe. Ich möchte jetzt mehr mit den Leuten telefonieren, mit den Leuten sprechen, den Leuten vermitteln, welche Möglichkeiten sie haben, welche Chancen sie haben, was wir ihnen anbieten können, was ich eventuell als Paket anbieten kann, sodass das Ganze einzeln gesehen günstiger wäre und so weiter und so fort. Ich versuche also mehr in den direkten Kontakt mit den Kunden zu gehen. Und dafür ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du verkaufen lernst. Ich bin gerade selbst dabei, verkaufen zu lernen. Und das ist auch sehr wichtig für den Erfolg dieser Strategie. Denn nur einzelne Logos zu verkaufen, bis 100.000 Euro, wenn ich für ein Logo 70 Euro bekomme, das sind eine Menge Logos. Ja, aber wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunden habe, der 1.000 Euro bezahlt und eventuell im Monat nochmal 100 Euro, ja, dann brauche ich gar nicht so viele Kunden, um die 100.000 Euro pro Jahr zu schaffen. Also lege ich jetzt Wert auf ein Gesamtpaket, das ich verkaufe. Wir klicken uns jetzt einfach weiter mal durch die Seite durch auf die Referenzen. Und Referenzen sind unglaublich wichtig, egal was für ein Dienstleistungsbusiness du hast. Die Kunden wollen sehen, was du kannst, was sie kaufen können, wie das Ganze ungefähr aussieht oder wie die Dienstleistung erstellt wird und so weiter und so fort, je nachdem natürlich, was für ein Dienstleistungsbusiness du hast. Und hier sehen wir beispielsweise Logos, die ich für Kunden erstellt habe. Hier ist ein Produktdesign, das ich erstellt habe. Hier sind Infografiken, die auf einer populären Website gepostet worden sind, die ich erstellt habe. Und hier sind beispielsweise meine Social Media Grafiken, die ich als Social Media Gesamtpaket auf Instagram beispielsweise anbiete. Mein Profilbild, die Highlights, die Posts, eine Story-Vorlage und eventuell noch Hashtag-Analysen und so weiter und so fort. Also Referenzen sind unglaublich wichtig und in dem Fall sind die Referenzen auch farblich angepasst an das Thema der Website. Wenn wir jetzt auf Angebot klicken, dann sehen wir gleich im ersten Schritt, das ist unglaublich wichtig für meine Strategie, Anrufe oder WhatsApp-Gespräche mit den Kunden sind. Das heißt, als allererstes liste ich hier auf, dass die Leute sich bei mir melden sollen. Und wenn man auf dem Handy ist, kann man hier auch ganz einfach draufklicken, sodass man dann auch gleich mich persönlich anruft. Und wenn man eventuell spezifische Dienstleistungen braucht, wie zum Beispiel YouTube-Kanalbanner, Visitenkarten oder Instagram-Pakete, sodass man einfach die Posts kauft, ja, das biete ich nach wie vor auch weiterhin an. Wichtig ist allerdings hier diesen Aspekt, der hat sich jetzt geändert. Und damit werde ich auch viel mehr Kunden dazu bringen, einfach viel mehr Interesse zu haben an meinen Produkten, an den Dienstleistungen, die ich anbiete, weil ich denen das ja auch viel besser verkaufen kann am Telefon, als eine Website es jemals könnte. Also unglaublich wichtig, dieser Punkt hier, Telefonnummer, sodass die Leute auch wirklich in das 1:1 Gespräch mit mir reingehen. Und es gibt natürlich unglaublich viele andere Leute, die bereits sehr erfolgreich mit diesen High-Ticket-Sales sind, beispielsweise irgendwelche Fitness-Influencer, die dann ihre Fitnessprogramme oder 1:1-Coachings im Business-Bereich verkaufen. Und diese Leute, die diese Programme anbieten, die suchen dann Leute wie dich. Also nur als kleiner Tipp, wenn du einen guten Job haben möchtest, wo du von zu Hause arbeiten kannst und sehr viel Geld verdienen kannst, dann schreib einfach mal diese Fitness-Influencer oder diese Business-Coaches an und frag, ob du für sie ihre Programme am Telefon verkaufen kannst. Denn damit kannst du unglaublich viel Geld verdienen. Wenn du beispielsweise 10% pro Verkauf bekommst und ein Programm kostet 1.000 Euro, dann bekommst du pro Verkauf 100 Euro und das ist wirklich sehr viel Geld, das du relativ schnell verdienen kannst, wenn du gut verkaufen kannst. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, egal in welchen Business-Bereich du einsteigen möchtest. Ja, dann gibt es noch den Punkt Anzahlungen buchen. Hier sind nochmal die Preislisten aufgeführt. Da gibt es jetzt einmal die Preisliste für Pakete und einmal die Preisliste für Einzelpreise, wenn man jetzt nur ein Logo haben möchte, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel langfristige Abonnements abschließen will oder komplettes Webdesign kaufen will und so weiter und so fort. Und Anzahlungen habe ich jetzt dementsprechend angepasst. Nach wie vor für Aufträge bis 100 Euro 30 Euro Anzahlung, bis 500 Euro 100 Euro Anzahlung und so weiter und so fort, sodass, wenn ich natürlich einen Auftrag habe für 1.000 Euro und ich nur 30 Euro Anzahlung nehme, dann bringt mir die Anzahlung auch nichts, weil mein Risiko ja immer noch fast 100% ist. Also muss die Anzahlung dementsprechend auch
angepasst werden. Ja, und das sind die Änderungen, die ich jetzt aktuell auf der Webseite habe. Ich versuche jetzt oder ich werde definitiv mehr Kunden jetzt dazu bringen, mit mir zu sprechen und dementsprechend versuchen, Cross-Sales und Up-Sales per Telefon zu gewinnen, um somit meinen Umsatz beim Nullprojekt zu steigern. Und so werde ich sicherlich die 100.000 Euro erreichen. Ja, und das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir ein Abo da. Und wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Nullprojekt, dann stell sie mir in dem letzten Video oder unter diesem Video in die Kommentare. Und ich werde sie zeitnah in einem Video oder auch in den Kommentaren für dich beantworten. Wir sehen uns morgen zu einem anderen Video wieder. Haut rein!